Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warhammer Mark of Chaos. In der letzten Mission haben wir ja dieses Schwert von Mandred in dieser Vampirhöhle erbeuten können und können jetzt unseren Weg fortsetzen. Hier Grubers fauler Zauber. Denn mit dieser Klinge können wir den Kurfürsten ja endlich töten. Weg da! Kommt von dort zurück! Pestilenz erfüllt die Luft! Es nützt nichts. Grubers Meister schützt ihn vor Angriffen. Je näher wir kommen, desto schlimmer wird's. Ziehen wir weiter, infiziert sich die ganze Armee. Die Späher fanden keinen Weg vorbei. Gruber hat in der Nähe eine Zitadelle, ein Versteck, oben auf den Gipfel. Sie sahen sie kurz im Dunst, fanden sie aber nicht wieder. Zwei Späher starben für diese Meldung. Es soll nicht umsonst gewesen sein. Wir kommen heute nicht weiter. Ich werde zu Sigmar beten um Stärke und Rat. Sendet morgen neue Späher. Vielleicht gibt es einen anderen, unbewachten Weg. Auch ich bete zu Sigmar. Wir schlagen das Lager woanders auf. Bewegung! Feldwaibel zum Rapport! Der Himmel brodelt vor Energie, einem formlosen Schwarm aus Fliegen und Schmutz, der den Weg blockiert. Der wirbelnde Morast erstreckt sich scheinbar endlos nach Norden und Süden. Ja, schaut fast so aus, als hätte da Väterchen Nörgel seine Finger im Spiel. Schickt nach Kommandant Irelian. Er soll... Was seht ihr? Seht ihr nicht die Dunkelheit? Seht... Seht genau hin. Meine Augen sehen nicht alles, was ihr seht, Magierin Zephyri. Da ist Finsternis, vielleicht eine Sturmwolke. Nein, keine gewöhnliche Wolke. Es ist ein böser Zauber des Herrschers der Verwesung. Das Böse regt sich. Auf nach Osten, so die Armee bereit ist. Ja, da bestätigt die Aurelion auch meine Vermutung. Anscheinend ist dieser Gruber wirklich mit Nörgel im Pakt. Messer in der Nacht ist die nächste Mission. Ja, da darf ich wohl meine Armee wieder ein bisschen aufstocken. Und finde ich jetzt fast ein wenig schade, dass wir jetzt mit den Hochelfen weiterspielen. Denn jetzt, da ich die zwergischen Hammerträger in meine Armee eingegliedert habe, hätte ich das Regiment doch mal ganz gern hier in Aktion gesehen. Aber hilft wohl nichts. Messer in der Nacht. Nach einem harten Tagesmarsch hat die Armee Aurelions ihr Nachtlager aufgeschlagen. Als die Monde aufsteigen, berichten die Posten von Bewegungen in der Dunkelheit. Da gibt's wohl einen Überfall der Skaven. Gut, Schattenkrieger, Silberhelme, Speerträger, Bogenschützen. Ja, also die Schattenkrieger möchte ich jetzt auf alle Fälle mal mitnehmen. Denn die müssen schon noch aufsteigen. Ja, und den Rest... Ja, lasse ich mal so. Die Elfen haben die schärfsten Augen aller Völker, doch selbst sie sehen nachts nicht so weit wie unsere freundlichen Rattenfreunde hier. Da sehen wir also unser Hochelfenlager, das wir aufgeschlagen haben. Und wie ihr seht, befinden wir uns hier in der Mitte der Karte. Ja, das ist auch mal neu. Und vermutlich wird es jetzt so sein, dass hier dann die Skaven aus allen Ecken und Winkeln hier eure Lanzen empor und reitet.
auf uns einstürmen werden. Ich werde euch den Weg aufzeigen. Eine meiner Armeen kann nicht verlieren. Die Bürger Ultuans stehen bereit. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Ja, das heißt, ich darf mich hier wahrscheinlich nach allen Richtungen hier aufstellen. Naja, von da oben scheint es mir jetzt eher unwahrscheinlicher zu sein, dass da Angriffe kommen. Also nach drei Seiten. Dann stellen wir hier mal die Speerschleuder auf. Ja, hier die Bogenschützen. Die Schattenkrieger werde ich mal hier lassen. Ja, und die Silberhelme sollen jetzt hier mal nach Osten schauen. Gut, schützt das Hochelfenlager vor dem Überfall der Chaos- und Skaventruppen. Aurelion muss die Schlacht überleben. Waffen bereit! Haltet Ausschau nach Feinden! Ja, also so eine Mission, in der hier die eigene Armee irgendwo in der Mitte eingekesselt ist und der Feind dann heranstürmt, muss auch in jedem Echtzeitstrategie dabei sein. Also von Command & Conquer bis zu, keine Ahnung, Schlag mich tot, gibt's wirklich immer so eine Mission. Oh, und wir haben es jetzt anscheinend mit dem Seuchenclan zu tun. Das heißt, wir werden hier dann auch noch einige Seuchenmönche sehen wahrscheinlich. Das Blut Nagarit tötet den fast ganz verdorben. Mögen unsere Pfeile ihr Ziel finden. Wir warten auf eure. Gut, Phönix Schuss. Den testen wir mal. Oh, und da haben wir. Ah ja, da kommen auch schon die ersten Giftwindkrieger. Herren, sie greifen von rechts an. Die Adlerkralle steht bereit, Kommandant. Zurück in unsere Löcher. Unsere Pfeile strafen schnell. Dann haben wir da ja, auch Clanratten. Gut, aber das sind ja noch relativ kleine Regimenter. Also denen kann ich relativ gut begegnen, denke ich mal. Ohne Licht gibt es keinen Schatten. Unsere Entschlossenheit ist unerschütterlich. Kampfgeist erhöht das Angriffstempo des Helden. Ja. Noch unnötig. Kleine Kugeln, so große Bestien ja. Nicht verletzen. Und da fliegen sie auch schon. Zurück in unsere Löcher. Gut, nochmal Giftwindkrieger. Ohne Licht gibt es keine. Also, das hört auch nicht auf hier. Da nochmal. Ah ja, Sturmratten. Ja, was mich wundert, ist, dass die Regimentsgröße eigentlich relativ klein ist. Aber ich denke mal, das wird sich noch steigern hier im Laufe der Mission. Und was haben wir da hinten? Barbaren. Naja. Ah ja, da sind sie auch schon auf Schussweite herangekommen. Zeit hier mal mit der Repetierspeerschleuder drauf zu ballern. Wir erwarten euren Rat. Die Nicht-Sklavendinge, lauft! Naja, gut. Das war jetzt hier nicht so toll. Gut, Riesenratten. Ja, die würden eigentlich gegen die. Nee, ist eigentlich egal. Ohne Blut alle sollen meine Wut fürchten! Ein glorreicher Kampf ist angebrochen. Und von links, Kommandant. So, ja. Die Silberhelme brechen natürlich da in die Chaosbarbaren rein. Keiner kann diese Kreaturen bekämpfen. Nicht ja, und langsam wird's doch ein bisschen hektisch. Was kommt da? Axtwerfer? Naja gut. Die, glaube ich, sind das geringste Problem. Eure Befehle, Kommandant. Und hat da einer. Nein, keiner überlebt. Schön. Oh, Rattenoger. Unsere Entschlossenheit das Blut dieses Abschaums wird fließen. Den wird sich unser Held mal anschauen.
Unsere Burgen sind bereit. Die Krieger des Nörgel dürften da wesentlich unangenehmer sein. Lauf! Die größte Bestie wird uns alle verschlingen! Was? Wer läuft hier? Hier läuft gar keiner. Stoppen wir mal den Beschuss. Ah ja, und da kommen schon die ersten Elite-Einheiten, die Seuchenschleuderer. Die können uns schon ziemlich wehtun. Wie ihr wünscht, Kommandant. Lyrianische Stiefel, also die darf ich definitiv von Weitem abballern. Die Götter lenken meine Klinge. Avelons Ferne, ja. Und da haben wir Seuchenhüter. Hm. Nennt euer Ziel, Kommandant. Wir verfehlen der Tod hat viele Gesichter. Nehmt keine Gefangene. Im Schatten. Da haben wir, ja gut, Sturmratten. Die sind noch relativ harmlos. Fürchtet euch nicht, euren Eifer! Unsere Ehre erlangen wir niemals zurück. Doch kämpfen wir. Oh, ja, gut. Das wir haben die Schattenkrieger überlebt. Unsere Entschlossenheit ist unerschütterlich. Ach so, die greifen unsere Zelte an, oder wie? Das müssen wir natürlich verhindern. Das soll euch eine Lehre sein. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Oh, ein magisches Banner. Banner von Illyrion. Für den Ruhm Ultuans. Widersetzt euch und ihr geht zugrunde. Jubel, denn die Silberhelme reiten hinab. Ja, und hier ist auf einmal mein kompletter Übersichtsbildschirm da schwarz. Kein Gegner wird meiner Wut entkommen. Ist das jetzt ein Fehler oder rührt das von irgendeiner Nörgelfähigkeit hier? Man weiß es nicht. Unser Bolzen soll ihr Ziel finden. Ja. Da stoppen wir mal. Müssen Meistern von Entwicklung berichten. Lauft! Oh, 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 Ritter. Ja, jetzt wird's langsam wir hart. Jetzt haben wir hier Flammen des Phönix. Schädigt und verlangsamt feindliche Einheiten, ja. Da warten wir doch mal, bis die in Reichweite kommen. Wobei ich da wahrscheinlich auch schon ein bisschen vorher ansetzen darf. Ja, oder auch nicht. Ja, aber es sieht so aus, als ob die tatsächlich langsamer werden. Gut. Jetzt haben wir da nochmal Seuchenschleuder. Ja, da ziehen wir uns zurück. Und hier haben wir nur noch 5 Silberhelme. Also da glaube ich, trete ich mal den Rückzug an hier. Das Schattenland verfolgt euch schon seit langem. Eine glänzende Lanze ist alles, was zwei. Wir brauchen. Zwei verbleibende Silberhelme. Vorwärts, Silberhelme. Da glaube ich, bewege ich mich hier lieber mal in die Reichweite der Avelorn-Sphäre. Das Blut dieses Abschaums wird fließen. Ohne Licht aus den Schatten kommt der Tod. Lasst die Hörner unser Kommen ein. Alle sollen meine Wut fürchten. Dies wird ein Refugium sein. Der Schatten tötet sie schnell. Und auch noch eine Chaosbrut. Zwei Chaosbruten. Vor der Adlerkralle gibt es keinen Kommen. Kein Fahrrad bleibt ungeschützt. Nehmt keine Gefangenen. Aber ich glaube, jetzt reicht's dann doch langsam hier mit den Angriffen. Reise
Schwert Ultuan. Ich werde mich vom Schicksal leiten lassen. Oh, noch eine Chaosbrut. Das Schattenland bleibt loyal. Ja, und ihr erkennt langsam, warum ich mir hier diese Avelon-Sphären aufgespart habe. Denn jetzt, glaube ich, werden die Missionen schon nochmal eine Spur härter. Die Schrecken des Krieges sind eine Kein Bürde für Feind alle. Ist dem Zorn eines Drachen gewachsen. Kommandant. Die Prinzen Ultuans reiten ihn an. Denkt an die Herrlichkeit. Die Dunkelheit soll sie alle verschlingen. Kleine Kugeln, so große Bestien nicht verletzen. Die Finsternis darf nicht siegen. Ja, im Tabletop ist eine Chaosbrut ja eigentlich eine Nahkampfeinheit. Hier schießen die nur. Moorbrut, ja, haben sie auch umbenannt. Warum? Keine Ahnung. Gut, aber ich glaube, das war's jetzt auch schon mit den Angriffen. Der Tod hat viele Gesichter. Das Schattenland bleibt loyal. Tötet sie schnell. Er soll mich gefälligst in Ruhe lassen. Die Prinzen Ultuans reiten die Reden. Ja, und ich glaube, das erledigen wir hier mal mit den Silberhelmen. Vor der Adlerkralle gibt es keinen Kommen. Die Speerschleuder soll hier mal innehalten. Ja, dann zoomen wir mal richtig schön hier rein. Feigling. Der Sieg ist unser. Puh, das war knapp. Eine glänzende Lanze ist alles, was wir brauchen. Ein Gegenstand und Gold. Und wir sind siegreich. Nach der siegreichen Schlacht durchsuchten Aurelions Krieger die Leichen der Feinde und fanden 3000 Gold. Gut, Diener der gehörnten Ratte. Ein Duell, das werde ich dann wieder so handhaben wie bereits zuvor. Das heißt, ich werde dann dieses Duell außerhalb der ja, normalen, außerhalb des normalen Upload-Plans dann hochladen. Und ja, darf mich jetzt dann von euch verabschieden. Bis zum Duell mit diesem Kriegsherrn oder grauen Propheten oder keine Ahnung, was uns da dann erwarten wird. Also, bis dann!